und das müssen wir gar nicht entschuldigen, ein kleines Baby gehört. Ich nehme mal an, das war von dir, oder? Ja, Glückwunsch erstmal zur Vaterschaft. Dankeschön. Ja, das war meine Tochter, die gerade aufgewacht ist und sich bemerkbar machen wollte, glaube ich. Genau. Ja, ich hoffe, du hast trotzdem eine ruhige Nacht oder ruhige Nächte und kannst dich gut für Sonntag vorbereiten, für deinen Start. In der Hinsicht können wir es wirklich nicht beklagen. Also so 11-12 Stunden durchschlafen ist eigentlich bei ihr relativ normal mit den Trinkpausen sozusagen. Also das ist super. Ansonsten, ja, die Woche hätte ich mir jetzt vor dem Wettkampf mal ein bisschen anders vorgestellt. Marc hat es vorher angesprochen, man hat es hier im Raum, glaube ich, auch ab und zu gehört, dass es ja doch auch erkältungstechnisch momentan die Zeit wieder ist. Und ich hatte auch Ende letzter Woche dann doch nochmal mir eine Erkältung eingefangen. Aber jetzt passt das, glaube ich, mit dir und freue mich auf Sonntag. Welchen, du freust dich auf Sonntag, man hört es dir ein bisschen an, auch dass du noch so ein bisschen nasal dich anhörst. Johannes ist leider, oder ist entschuldigt heute, der ist auch ein bisschen angeschlagen, wird aber am Sonntag auch starten. Hast du schon eine Prognose für Sonntag? Oder ist das für dich erstmal, du hast hier in Berlin schon herausragende Rennen, du hast in Berlin aber auch schon so deine persönlichen Rennen, wo du auch schon mal aussteigen musstest. Passiert immer mal, hast du für Sonntag schon einen Kurs, wohin es gehen soll, an wem orientierst du dich? Tatsächlich, du sagtest, Berlin immer sehr spezielle, besonderer Ort für mich sportlich gewesen. Die krassesten auch Niederlagen hier erleben dürfen, aber auch die besten Rennen meiner sportlichen Laufbahn, die ich sicherlich nicht vergessen werde. Ich werde sehr wahrscheinlich am Sonntag, also eine PB wird von mir nicht zu erwarten sein. Ich werde auch nicht mit den ganz schnellen Jungs hier aus Deutschland mitlaufen können. Dafür war tatsächlich die letzten Monate das Training nicht entsprechend geeignet. Und tatsächlich ist trotzdem der Sonntag für mich ein wichtiges und sehr besonderes Rennen, weil es tatsächlich auch mein letztes Rennen werden wird. Und zumindest das letzte Rennen als Leistungssportler, als Profi. Bin, wie du ja vorher gesagt hast, der letzte November Vater geworden. Und wie einige hier wissen, auch neben dem Leistungssport schon viel andere Sachen immer wieder gemacht. Deswegen war das die letzten Monate sehr intensiv, Zeit zu haben für Familie, die ich mir natürlich nehmen möchte. Aber auch irgendwie, den Lifestyle als Profisportler fortzuführen, habe ich gemerkt, schaffe ich nicht. War da auch ziemlich am Struggeln phasenweise und habe dann für mich auch beschlossen, da bin ich auch konsequent, dass ich jetzt auf einer 80% Schiene auch nicht weitermachen möchte. Mhm. Ich weiß nicht, das große Talent, ich musste immer viel dafür arbeiten. Ich glaube, Resilienz war irgendwie was, was mich, glaube ich, in der sportlichen Zeit auch ausgezeichnet hat, aus Rückschlägen sich zurückzukämpfen, aber um weiterzumachen und vielleicht nochmal eine Minute Marathon schneller laufen zu können, muss ich auch sagen, habe ich gemerkt, dass bin ich nicht mehr bereit dafür, alles andere hinzustellen. Philipp, du bist ja 10 Jahre Profisportler, Profiläufer, läufst natürlich schon, hast eine lange Läuferkarriere, bist ja davor auch schon als Student und vorher in der Ausbildung schon ganz vorne mit dabei gelaufen. Große Entscheidung jetzt, ne? Glaube ich, also sowas macht man sich natürlich nicht leicht. Ja, also natürlich, das wird man wahrscheinlich auch ansehen, es ist schon natürlich auch eine gehörige Portion Wehmut dabei, das ist emotional natürlich, das ist das Leben, was ich eigentlich von klein auf gelebt habe, also Lauf natürlich begonnen nicht als Profi, das ist klar, aber es ist ja dann sukzessive immer mehr Lebensinhalt geworden, der alle großen Lebensentscheidungen dominiert hat und das sozusagen jetzt hinter sich zu lassen, fühlt sich schon auch erstmal ein bisschen komisch an natürlich, weil man ja auch nicht so genau weiß, was kommt jetzt so danach. Ich freue mich auf, was danach kommt. Das ist sicherlich die Zeit für Family und so, das wird großartig. Aber das bin, Debbie und Hendrik als nachvollziehen können, man lebt ja sonst in seinen Saisonplänen, seinen Trainingsplänen, die Ziele, die man hat, über 2 Jahre, über 4 Jahre. Und das wird jetzt erstmal ja wegfallen. Von dem her, ja, muss man mal gucken, wie das dann alles so wird. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich aber auch auf Sonntag. Das wird für mich ein hartes Rennen werden. Wie gesagt, die Form ist jetzt nicht großartig, aber ich versuche vor allem das Rennen am Sonntag nochmal genießen zu können. Und noch ein paar schöne Erinnerungen hier aus Berlin mitzunehmen. Auf jeden Fall, Philipp, ganz groß, dass du dir am Sonntag an den Start gehst, finde ich, so als Abschiedsrennen, so, gerade hier in Berlin, auch als Teil des Marathon-Teams Berlin, finde ich super. Und zumal muss ich auch sagen, also ich kenne wenige Sportler, die so mit dem Laufen wirklich 1:1 sind und so durch und durch Läufer sind wie du. Abgesehen davon, dass du Profiläufer bist, du engagierst dich ja auch für das Team, engagierst dich für deine Unterstützer und das ist wirklich vorbildlich. Hast natürlich auch ein tolles Umfeld, wo das Läuferische so geprägt wird. Und irgendwie vielleicht mal die Frage an dich auch. Ihr arbeitet ja auch gerade im Marathon-Team Berlin zusammen. Wie unterstützt euch das Team dabei? Wie profitiert ihr davon?
Ja, also wir sind als Marathon-Team jetzt Berliner Halbmarathon war sozusagen Jahr 1 und Jahr 1 haben wir jetzt erfolgreich, würde ich mal sagen, hinter uns gebracht. Wir sind ein kunterbunter Haufen, der ja auch über Deutschland verteilt ist und treffen uns dann im Rahmen ja vor allem der Berliner Lauf-Events, aber auch auf den internationalen Wettbewerben wie Europameisterschaften in München letztes Jahr immer wieder, wenn es möglich ist, dann doch als Team zusammen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe zum Austausch, wo immer Glückwünsche und Kommunikation stattfindet. Von daher, glaube ich, profitieren wir alle. Jeder hat das, was er mitbringt. Der eine ist erfahrener, wir haben Nachwuchsläufer, Läuferinnen mit dabei. Und es ist ein quirliger Haufen und wir profitieren alle sehr voneinander als Team. Philipp, du als erfahrener Läufer bist da einer der alten Hasen im Team. Du wirst im Team immer weiter, glaube ich, halten bleiben. Hoffe ich. Ja, also wir werden mal sehen, wie das jetzt alles so weitergeht. Ich habe bewusst natürlich, die Entscheidung ist jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher getroffen worden, sondern das ist nicht vor 3 Wochen. Ich habe natürlich die Partner von mir natürlich informiert, vorab logischerweise und auch erstmal offen gelassen, logischerweise, inwiefern man vielleicht zukünftig auch weiter zusammenarbeiten wird, weil es mir auch natürlich ein Anliegen ist, die Entscheidung offen zu lassen. Die Prämisse, unter der wir Vereinbarungen damals geschlossen haben, ist natürlich eine andere, da bei Leistungssportler, was auch immer sozusagen die Bezeichnung zukünftig sein wird, man sehen, aber ich bin da natürlich grundsätzlich mal offen für alles und bin immer natürlich bereit, logischerweise den Laufsport oder sonst mir nahestehende Athleten und Athleten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Okay, groß, dass du hier bist, klasse Philipp. Und Henrik, vielleicht mal als Abschluss noch die Frage, gerade im Windschatten, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Schon lang voraus. Aber ihr gehört ja tatsächlich zu den Läufern, die wirklich so in der neue Dimension auch vorgedrungen seid, auch mit Arne damals, mit den Marathonzeiten, die lange zuvor in Deutschland nicht mehr gelaufen wurden. Das gibt, glaube ich, auch eine ganz eigene Motivation, eine Dynamik. Du hast jetzt Hannover angesprochen, Europameisterschaft kommt dazu, Goldmedaillen auch bei den Frauen letztes Jahr in München. Momentan ist das schon so eine Aufbruchstimmung, oder? Ja, es ist tatsächlich eine Sache, über die wir auch öfter mal gesprochen haben. Also, ne, als ich angefangen habe, auf den Marathon zu gehen, waren Arne und Philipp die Leute, ne, die das geprägt haben. Dann, klar, kam ich auch dazu. Und dann so Richtung 2018, 19, 20, da hat das richtig nochmal einen Quantensprung gegeben. Ne? Also Arne war tatsächlich jemand, der den Weg bereitet hat und auch gezeigt hat, dass 2010 keine Scheinmauer ist, die man nicht brechen kann. Und mich hat das lange motiviert oder motiviert es immer noch, so diese Marke von Gabius. Ist tatsächlich was, woran ich mich orientiere, weil ich sage, das möchte ich in meinem Leben auf jeden Fall auch geschafft haben. 2008 und mittlerweile deutet sich ja sogar an, dass man auch 2,7 braucht, um jetzt so rüberzukommen. Das ist unglaublich. Also das ist, da hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das in so wenigen Jahren passiert. Und auf jeden Fall, also das ist was man merkt, auch wenn wir jetzt gerade in Kenia sind, dann ist ein Simon Bocher zum Beispiel da, da machen wir den Dauerlauf zusammen. Ne? Dann ist Amanal da, dann bilden sich die Gruppen und wir haben auch den Mut mittlerweile eben auch mit den Kenianern zu trainieren. Und das hatten wir vorher nicht so in der Form, da haben die Deutschen immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Und dieser Mut, der zeichnet sich ab. Und wie gesagt, dass ich jetzt mittlerweile über eine 2,7 nachdenke, obwohl ich noch eine 2,10 stehen habe, das liegt schon daran, dass wir einfach auch Leute haben, die den Weg bereiten. Mhm. Also Amanda hat euch auch angefeuert noch, dass ihr auch in die Region vordringt. Ja, macht uns als Medien natürlich auch richtig viel Spaß, dabei zuzuschauen, dabei zuzugucken. Da ist eine ganz neue Dynamik reingekommen. Wenn jetzt keine Fragen sind hier an die Top-Athleten,